Große Sorge. Florian Silbereisen bangt um die Sicherheit seiner Freundin. Wie soll es bloß weitergehen? Die mich seit Ewigkeiten kennen, die sagen, dass ich ein guter Freund bin, verriet Florian Silbereisen mal. Und wenn es seinen Freunden nicht gut geht, geht es ihm auch nicht gut. Im Moment macht er sich sicher große Sorgen um Colleen Ulmen Fernandes. Hilflos muss er mit ansehen, wie seine Traumschiff-Kollegin um ihr Leben bangt. Florian kann nur als Zuhörer an ihrer Seite sein. Colleen lebt extrem gefährlich. Betrug, Morddrohungen und Drogen. Ein Riesenskandal um seine Freundin. Florian Silbereisen? Freundin Colleen Ulmen Fernandes steckt in Schwierigkeiten. Immer wieder wird die Schauspielerin von Stahlkern, unheimlichen Verfolgern, bedroht. In Deutschland hatte ich einen Stalker, gegen den ich nichts unternehmen konnte, weil der Mann bisher noch nicht gewalttätig war, erzählt sie laut Das Neue Blatt. So lapidar sieht das die Polizei, obwohl auch bekannt ist, dass er ein Drogenproblem hat und er mich ständig verfolgt hat. Nicht auszudenken, wozu der Mann im Drogenrausch fähig wäre, wenn er der schönen Colleen an Leib und Leben will, sie mit Mord bedroht. Und niemand unternimmt etwas. Brandgefährlich, das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Florian nimmt so etwas ernst. Der Showmaster möchte Colleen so gerne helfen. Schließlich sagt er über seine Freunde, wir sind immer füreinander da, wenn es drauf ankommt. Und so versucht der 42-Jährige, für seine Gefährtin da zu sein, wenn sie gemeinsam das Traumschiff drehen. Es ist immer sehr lustig mit ihm. Es ist immer was los, wenn er an Bord ist. Schwärmt sie, wie Das Neue Blatt berichtet. Ablenkung ist jetzt wichtig, Florian weiß das. Er versteht Colleens Sorgen, ob er ihr auch zur Flucht nach Mallorca geraten hat. Schließlich kennt er die spanische Sonneninsel gut, lebte dort lange mit seiner Ex-Freundin, Sängerin Helene Fischer. Tatsächlich packte Colleen Anfang des Jahres in Potsdam die Koffer, zog mit Ehemann Christian Ulmen und der gemeinsamen Tochter nach Mallorca. Weit weg vom drogensüchtigen Stalker. Doch statt Ruhe zu finden, wurde sie erneut Opfer, diesmal eines fiesen Betrugs. Die 41-Jährige wollte eine Finca buchen. Die Internetseite Mallorca in Sicht habe absolut glaubwürdig gewirkt, berichtet sie. Die Schauspielerin überwies das Geld, doch es war eine Scheinfirma. Die vierstellige Summe ist weg. Auch das noch. Zumal Colleen damit Daten von sich preisgab, die von falschen Leuten missbraucht werden können.